Willkommen. In diesem Video lernen Sie, wie Herwig Blankertz im Rahmen seiner Ausführungen zu den Theorien und Modellen der Didaktik auch auf Bildungsziele und Bildungsinhalte zu sprechen kommt. Um diese Ziele und Inhalte für die Erstellung von Curricula definieren zu können, entwickelt Blankertz einen eigenen Strukturgitteransatz, der in der Folge im Rahmen der allgemeinen Didaktik eingehend diskutiert wurde. Im Blick auf Ziele und Inhalte des Unterrichts gründete Blankertz eine Arbeitsgruppe, die die Verbindung von Fachdidaktik und allgemeiner Didaktik in den Mittelpunkt rückte. Es ging in dieser Arbeitsgruppe vor allem darum, die empirisch zu erhebende Objektivierung gesellschaftlicher Ansprüche mit dem pädagogischen Emanzipationsanspruch zu verbinden. Diese beiden Aspekte sind dann in die Konstruktion von Curricula eingeflossen. Dabei ging es vor allem darum, politische und pädagogische Intentionen im Blick auf die fachspezifischen Inhalte umzusetzen. Dazu entwickelte Blankertz den breit diskutierten und auch erfolgreichen umgesetzten Strukturgitteransatz. Blankertz erstellt ein didaktisches Strukturgitter im Sinne der Ideologiekritik. Demzufolge muss das in einem Gegenstand vorhandene Wissen, etwa jenes von Biologie oder Textilkunde, im Blick auf die ökonomischen und politischen Interessen analysiert werden. In einem zweiten didaktischen Schritt muss es dann auf die pädagogische Emanzipationsabsicht bezogen werden. Damit sollen hinsichtlich der Bildungsziele regulative Kriterien erstellt werden. So können in der Folge wissenschaftlich begründete Curricula entstehen, in deren Rahmen die politischen und ökonomischen Bedingungen berücksichtigt werden, um dabei auch eine spezifische Wissenschaftspropädeutik zu realisieren. Dabei soll weder den fachlichen noch den didaktischen Interessen ein Vorrang eingeräumt werden, sondern beide sollen aufeinander bezogen werden, damit das Strukturgitter in die Lehrplankonstruktion und die Definition von Lernzielen Eingang finden kann. Wie sieht nun ein solches Strukturgitter tatsächlich aus? Das hier sichtbare Strukturgitter berücksichtigt die drei voneinander abhängigen Dimensionen des Technischen, des Ökonomischen und des Sozialen. Sie werden in Beziehung gesetzt zu drei Stufen, die sich dann ergeben, wenn die industriellen Produktionsverfahren unter technischem Aspekt auf die ihnen immanenten Einstellungen analysiert werden. Dabei geht es um das experimentelle Entwickeln, das Arbeiten nach Werkregeln und Verhaltensmustern sowie das Arbeiten mit Sinne wissenschaftlicher Erkenntnisse. Durch diese horizontale und vertikale Stufung ergibt sich dann ein Strukturgitter, mit dem es möglich ist, die didaktischen Anforderungen in einen begrifflichen Zusammenhang zu bringen. Dadurch ergeben sich in diesem Fall 9 Kriterien, mit denen Inhalte bestimmt werden können, die dann im Lehrplan enthalten sein müssen. So fordert die technische Dimension im Blick auf den anonymen Markt das Ziel der Entwicklung und Forschung von Technologie. So fordert die ökonomische Dimension im Blick auf bekannte Auftraggeber die Fähigkeit zur Kalkulation nach der Billigkeit einer Ware. Und so fordert die soziale Dimension hinsichtlich des Eigenbedarfs die Bestimmung der eigenen Bedürfnisse im Sinne des Eigeninteresses. Alle 9 regulativen Kriterien bilden mithin als Strukturgitter die Möglichkeit, Lernziele und Lerninhalte hinsichtlich der technischen, ökonomischen und sozialen Dimension zu bestimmen und in die Curricularerstellung einfließen zu lassen. Blankerts Strukturgitteransatz ist auch insofern bemerkenswert, als Bildungswissenschaft in emanzipatorischer Absicht mitentscheiden soll, welche fachlichen Inhalte denn nun in den verschiedenen Disziplinen zu unterrichten sind. Einen solchen Eingriff in ihre Unabhängigkeit würden die meisten Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler heute aber vehement ablehnen. Gerade deshalb ist der Strukturgitteransatz nach wie vor relevant, wenn es um den Anteil der Bildungswissenschaft in der Lehramtsausbildung geht. Zentral für die Art und Weise, in der Herwig Blankertz das Problem der Unterrichtsziele und Inhalte thematisiert, ist die enge Verbindung von Fachdidaktik und allgemeiner Didaktik. Im Rahmen seiner Arbeitsgruppe wurde vor allem der Versuch unternommen, die gesellschaftlichen Ansprüche an das Ausbildungssystem wissenschaftlich zu modellieren und zu objektivieren. Dabei war es Blankertz und seinem Team äußerst wichtig, diese externen Ansprüche immer mit dem didaktischen Anspruch auf Emanzipation der Lernenden zu verbinden. Genau darin besteht eine Grundlage der kritischen Erziehungswissenschaft, für die unter anderem der Name Herwig Blankertz steht. Kritik meint auch im Zusammenhang mit Zielen und Inhalten des Unterrichts nach Blankertz Ideologiekritik. Denn ein Unterrichtsgegenstand wie Biologie oder Textilkunde muss auf die ihm zugrunde liegenden Ideologien hin untersucht werden. So kann vor Augen geführt werden, welche ökonomischen und politischen Interessen bei der Definition von Bildungszielen und Inhalten zu berücksichtigen und welche zu distanzieren sind.
ausgehend davon können dann fachspezifisch regulative Kriterien für jeden Gegenstand definiert werden. Für die praktische Umsetzung solcher Kriterien hat Blankertz den Strukturgitteransatz entwickelt. Ausgehend von einem solchen Strukturgitter können dann Lehr- und Lernziele sehr transparent definiert werden, wodurch auch die Konstruktion von Curricula praxisnah gestaltet werden kann. Insgesamt setzt sich Herwig Blankertz für eine starke Rolle der Bildungswissenschaft in der Lehramtsausbildung ein, um so auf die Umsetzung der strukturell erfassten Ziele und Inhalte gesellschaftlich und bildungspolitisch einwirken zu können. Hinsichtlich der Ziele und Inhalte des Unterrichts betont Herwig Blankertz also mit allem Nachdruck die Notwendigkeit einer möglichst genau vorgehenden und definierenden Didaktik. Emanzipation und gesellschaftliche Forderungen sollen so möglichst ausbalanciert werden. Dabei ist es wissenschaftlich nötig, die politischen und ökonomischen Interessen zu bestimmen, die an einen gegebenen Lerngegenstand herangetragen werden, um ihn möglichst praxisnah gestalten zu können. Dabei soll nach Blankertz immer auch eine gegenstandsspezifische Wissenschaftspropädeutik entwickelt werden. Zu diesem Zweck arbeitete Blankertz an der Erstellung von breit diskutierten und auch umgesetzten Strukturgittern, die die Lehrplankonstruktion ebenso erleichtern wie die möglichst transparente Definition von Lernzielen im Sinne von regulativen Kriterien. Insgesamt muss hervorgehoben werden, dass Blankertz der Bildungswissenschaft dabei eine starke bildungspolitische Rolle zuordnete. Für ihn sollte sie aktiv in die Definition von Lernzielen und Inhalten eingreifen und diese nicht den einzelnen Fachdisziplinen überlassen.